Ja, liebe Leute, wir sind hier am Stand von Grenzland Immobilien, aber ich sehe da auch Plan 3 Wohnbau, das kenne ich bislang gar nicht. Karl-Ludwig Holzach bei mir, der soll das mal erklären. Ja, danke Berthold, danke, dass ich hier die Chance habe. Also Plan 3 ist ein Zusammenschluss von Grenzland Immobilien und ASB Bau. Wir bauen für Investoren, aber wir bauen auch für uns. Und im Moment sind wir im Weberquartier relativ gut engagiert und bauen dort 5 große Mehrparteienhäuser. Ach, das habe ich gelesen beim BWV. Ihr baut das ganze Viertel, habe ich gelesen. Das ganze Viertel dann nicht. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber wir bauen einen großen Teil davon und sind sehr stolz drauf. Ja, wie sieht es denn aus in der Immobilienbranche? Die Preise gehen, ja, man muss schon fast sagen, unter die Decke. Wie ist da der Trend? Müssen wir mit noch höheren Preisen rechnen? Leider haben wir keine Glaskugel, aber wir sehen eigentlich, dass wir am Ende von dem Peak angekommen sind. Und wir gehen davon aus, dass es mehr Bestandsimmobilien geben wird, aus verschiedensten Gründen. Corona spielt eine Rolle, der Krieg spielt eine Rolle. Leute fangen an zu überlegen, ob sie verkaufen wollen. Wir werden mehr Eigentumswohnungen haben. Also es ist der Markt wird sich verbessern und mehr Objekte werden auf den Markt kommen. Ja, jetzt haben wir dahinter auch schon so eine Art Werbemodel, die zeigt das, was da im Weberviertel gebaut wird. Das ist ja so auch das Typische im Bocholt. Man hat den Eindruck, es wird an allen Ecken und Enden gebaut. Ist da langsam auch das Ende erreicht oder gibt es noch so einen Nachholbedarf, dass im Bocholt noch jede Menge gebaut werden müsste? Wohnen ist immer noch gefragt. Eigentumswohnungen sind gefragt, Mietwohnungen sind gefragt. Bezahlbarer Wohnraum ist sehr gefragt, den brauchen wir dringend immer noch. Bauen ist limitiert mit den Flächen. Flächen werden weniger, aber im Moment wird gebaut. Ja, prima, das ist eine schöne Aussicht. Warten wir es ab. Vielen Dank.